Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn man es verschwendet. Schöner Gedanke. Das verbinde ich immer mit vielen Wiederholungen des Schlüsselsatzes, dass mindestens 80% unseres Verhaltens durch Imitation übernommen wurden. Immer wieder, immer wieder. Für die Vergangenheit sind wir nicht schuld in dem Sinne. Die Frage ist, wollen wir die Zukunft ändern? Kommt immer sehr gut an. Wer hat Glück oder Pech gehabt, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist und wie gut seine Kommunikationsmodelle waren? Das ist Schicksal. Die Frage ist, was mache ich in der Zukunft? Das wird immer wieder betont. Und wenn der Dritte im Spiel durch ist und die haben das noch nicht gekneist, dann bin ich weggeflogen. Dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und bei diesem Spiel passieren dramatische Dinge. Dramatisch. Kommunikation. Grundsätzlich, wenn wir Kommunikationsübungen machen und eine neue emotionale Erfahrung schaffen wollen, beginnen wir ja in der Regel klassischerweise mit irgendeiner Art von Zuhör-, Paraphrasierübung, Weg einer Nachricht oder so ähnlich, um den Teilnehmern klarzumachen, dass der einfache Prozess des Zuhörens so leicht ja gar nicht ist, wie sie meinen. Richtig? Ich möchte Ihnen zu Weg einer Nachricht ein paar Tipps aus meinem Nähkästchen geben. So, die Basisübung kennt sicherlich jeder. Wenn Sie das Kommunikationstraining kennen, dann kennen Sie sogar das Bild, mit dem ich arbeite. Männergesicht, Brille, Schnurrbart, Haare, Hemdkragen. Und dann haben wir hier in der Wange drin, wo man es nicht erwartet, eine zweite Zeichnung. Das ist das Interessante daran, darum können Sie voraussagen, was passiert. Ach, das war's, ist egal, habe ich normalerweise rot. Mit einem Blümelchen und hier drunter steht ein Satz, der Hahn ist nicht tot. Es ist unerhört beeindruckend, wenn Sie den Teilnehmern vorher sagen, was passiert. Das verbinde ich immer mit vielen Wiederholungen des Schlüsselsatzes, dass mindestens 80% unseres Verhaltens durch Imitation übernommen wurden. Immer wieder, immer wieder. Für die Vergangenheit sind wir nicht schuld in dem Sinne. Die Frage ist, wollen wir die Zukunft ändern? Kommt immer sehr gut an. Wer hat Glück oder Pech gehabt, in welchem Umfeld er aufgewachsen ist und wie gut seine Kommunikationsmodelle waren? Das ist Schicksal. Die Frage ist, was mache ich in der Zukunft? Das wird immer wieder betont. Wenn wir dann, ehe wir die ersten 6 rausschicken, Sie wissen nicht, jeder, der Erste kommt, guckt, der erzählt zum Zweiten, der erzählt zum Dritten bis zum Letzten. Ehe wir die ersten 6 rausschicken, sage ich, dass es vollkommen unerheblich ist, wer die ersten 6 sind, weil das Spiel immer ähnlich läuft und wir wollen auf der strategischen Ebene ja begreifen, worum es geht. Die strategische Ebene ist dem einen oder anderen vielleicht nicht ganz klar. Mir hat jemand gesagt, das hier kennt jeder, wobei die Zeichnung übrigens von mir ist, vor vielen Jahren. Watzlawick hat das ja nur verbal beschrieben. Das wissen viele gar nicht. Bei Watzlawick heißt das ja, jede Kommunikation verläuft auf einer Inhalts- und einer Beziehungsebene, wobei letztere erstere definiert. So, die strategische Ebene, offiziell die Metakommunikation, ich nenne sie die strategische, da laufen die Spielregeln der Kommunikation, die sehr häufig unbewusst ablaufen. Das müssten wir in den Raum stellen und sagen, wenn wir unsere Gesprächsstrategie verändern wollen, müssen wir in der Lage sein, auf der strategischen Ebene zu denken. Das ist eine neue Art, die Kommunikation zu betrachten. Und wenn wir erste Übungen machen, dann gewinnen wir ein erstes Gefühl für die strategische Ebene, zum Beispiel bei Weg einer Nachricht. Auf der strategischen Ebene reden wir darüber, welche Arten von Fehlern warum passieren, zum Beispiel. Und dann, ehe ich die ersten 6 rausschicke, sage ich, dass es völlig egal ist, wer rausgeht, das Spiel läuft immer ähnlich, weil gewisse Mechanismen ablaufen. Es wäre eine ganz große Ausnahme, wenn es mal anders liefe, ich lasse mich gerne überraschen. Und es geht nicht darum, wer jetzt da gerade dran ist und wir spielen hundertprozentig eine zweite Runde, damit die ersten 6 das erleben, wenn die anderen spielen, wie das von Anfang bis Ende läuft, diese Übung. Und dann mache ich es, das müssen Sie entscheiden, wie Sie es machen wollen. Ich mache dann meinen berühmten, wegen des, wer jetzt rausgeht, wir haben ja dann ein U, eine kleinere Gruppe, dass ich sage, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sie wurden demokratisch bestimmt, hinaus. Und eh die schauen, stehen Sie draußen. Und jetzt sage ich der Gruppe, was passieren wird. Passieren wird zweierlei. Erstens, wir sind nicht gewohnt, aufgrund unserer Programme und Erfahrungen, dass in einer Zeichnung von einem Porträt eine zweite Zeichnung mit der Blume hier in der Wange halb drin, halb draußen ist. Gehört nicht in unsere Erfahrungswelt.
Hier hat der Erste, der das Bild ja sehen darf, schon dramatische Probleme, das zu erklären. Also hier liegt schon der Wurm, ganz am Anfang im Spiel, voraussagbar. Und ich sage, achten Sie darauf, wie der Erste, der das Bild gesehen hat, es den anderen erklärt. Der redet dann so wischiwaschi und ja, da ist so ein Quadrat in der Blume drin oder so ähnlich. Oder er deutet halb hin, da wird es ein Tattoo auf der Wange. Das ist unglaublich, was mit der Blume in dem Quadrat passiert. Manchmal wird Quadrat zu Raute, zu Kreis, zu Dreieck, zu sonstigem. Also das kann schon der Erste in der Regel nicht sauber artikulieren. Was nicht in unsere Erfahrung passt, können wir nicht in Worte fassen. Wenn wir neue Dinge erklären müssen, neue Produkte beim Kunden etc., haben wir diese Formulierungsprobleme. Deswegen brauchen wir Steine im Fluss, siehe gestern. Alles klar? Und das leuchtet auch ein. Und dann haben wir den Satz, der Hahn ist nicht tot. Jetzt wissen wir ja, dass Verneinungen gerne rausfallen. Also spätestens beim vierten ist der Hahn in der Regel tot. Das können wir ja voraussagen, weil es ja meistens passiert. Was auch passieren kann, ist, dass der ganze Satz rausfällt. Es passt nicht in die Erfahrungswelt. Wenn wir ein Bild mit einem Titel, mit einem Text kennen, dann ist das entweder der Bildtitel oder etwas, was jemand im Bild sagt oder denkt, siehe Bilderwitz. Dieser Satz ist weder noch, passt in keine bekannte Kategorie. Kann sein, dass der ganze Satz rausfällt. Darauf eiche ich die Zuschauer, ehe das Spiel beginnt. Dann sind die natürlich viel wacher dabei, weil sie jetzt darauf warten, ob das passiert. Also haben wir nicht den Effekt, dass es vielleicht langweilig ist für die Zuschauer. Jetzt beginnen sie auf der strategischen Ebene gezielt zu schauen und ein Gefühl für die strategische Ebene zu entwickeln. Dann läuft das Spiel ziemlich schwierig und ich tue in der ersten Runde nichts sagen über Rückkoppeln. Ich verbiete es auch nicht. Viele Trainer verbieten es. Würde ich Ihnen abraten davon. Meine persönliche Meinung. Ich sage gar nichts über Rückkoppelung. Die meisten koppeln eh nicht rück. Die sind ein bisschen im Stress bei der Übung. Und dann fallen sie in Denk- und Verhaltensrillen, die ihnen vertraut sind. Wer normalerweise kaum je rückkoppelt, wird es in der Übung nicht tun. Wenn mal einer sagt, darf ich rückkoppeln, sage ich selbstverständlich. Dann koppelt einer rück, der nächste koppelt wieder nicht rück. Keine Angst. Also Sie kriegen den Effekt, ohne Rückkoppelung zu verbieten. Und jetzt treten genau die Dinge ein, die Sie vorausgesagt haben, was den ersten 6 Spielern im Nachhinein auch erklärt wird. Und bei der zweiten Runde lautet die Aufgabenstellung. A, als Sender, muss sich vergewissern, dass B ihn verstanden hat, ehe er sich hinsetzen darf. In dieser Formulierung, Sie haben es nachher auf Video, Sie können sich das nochmal genau anhören. A muss sich vergewissern, dass B ihn verstanden hat. Jetzt kommt eine andere Zeichnung, da können Sie nehmen, was Sie wollen in der zweiten Zeichnung. Kommt eine andere Zeichnung. Und jetzt sage ich der Gruppe, während die 6 draußen sind, sich vergewissern, dass der andere ihn verstanden hat, führt oft zu einem, hast mich verstanden? Ja. Das ist keine Kontrolle. Wir lassen es natürlich durchgehen, wir nehmen es nur zur Kenntnis. An der Stelle passieren natürlich die größten Pannen der zweiten Runde. Auch klar. Und sehen Sie, das überzeugt, wenn die Dinge so kommen. Übrigens, nach der ersten Runde füge ich manchmal ein, wenn es ein bisschen schlecht gelaufen ist, die lustigste Variante, die mir je untergekommen ist. Das ist immer gut zu haben, wenn es relativ schlecht lief, weil so schlecht wie die kann keine weitere sein. Das war eine Gruppe von Werbefachleuten aus einer großen Werbeagentur. Und als ich die Aufgabe angekündigt habe, sagten sie, das ist ja Quatsch, machen wir ja andauernd. Der Kunde sagt was zum Abteilungsleiter, der sagt es ihm sowieso, der sagt es uns und wir arbeiten. Was soll denn der Scheiß, machen wir ja jeden Tag. Dann habe ich gesagt, dann wären Sie die erste Gruppe, die die Nachricht bis zum Ende gut durchbringt. Habe ich noch nie erlebt. Zeigen Sie mir das mal, würde ich gerne mal sehen. Also sind Sie hinausgegangen und haben draußen, das haben Sie abends erzählt, abgesprochen, wie Sie vorgehen werden. Sie haben also Ihre Strategie festgelegt. Sie haben gesagt, null Redundanz, kein unnötiges Wort, nur das Wesentliche, dann kann uns nichts passieren. Wie Wolf Schneider sagt in seinem Buch Wörter machen Leute, wenn sie null Redundanz haben, ist die Gefahr der Probleme natürlich sehr groß, weil wenn eine Kleinigkeit falsch verstanden wird, ist ja die ganze Information weg. Also dann hat der Erste das Bild gesehen, dann haben wir es verdeckt, dann kommt der Zweite. Sagt also, da ist ein Mann, Brille, Schnurrbart und dann irgendeine so alberne Blume, ist eh wurscht und drunter stand, der Hahn ist nicht tot. Der Zweite sagt zum Dritten, also da ist ein Mann, Brille, Schnurrbart, war noch was, habe ich vergessen, war eh nicht wichtig. Und ein Satz, der Hahn ist nicht tot. Der
Das war der zweite. Der dritte sagt zum vierten, da ist ein Mann und ein Hahn, der ist aber nicht tot. Der vierte sagt zum fünften, ein Mann, ein Hahn, der ist aber nicht tot. So ein Schmarrn, ein Mann und ein Hahn halt. Der fünfte sagt zum sechsten, Mann, Hahn. Der sechste, was soll ich damit? Der fünfte, was war sie? Und da wir den sechsten immer fragen, was angekommen ist, wenn noch halbwegs was da ist, darf der zeichnen und wir vergleichen dann Original und Fälschung. Sag ich zum sechsten, bitte, was bei Ihnen angekommen, sagt der Kikeriki. Im Verhältnis dazu ist Ihre Gruppe garantiert besser. Und das waren Profis. Sehr ermutigend, einverstanden. So, jetzt Weg einer Nachricht. Da gibt es Varianten, die weniger bekannt sind. Kennen Sie Weg einer Anweisung? Wie bitte? Nee, aber das müssen Sie in die Ideenbörse geben. Das ist vielleicht was Neues für uns. Okay. Weg einer Anweisung. Das hat mir vor vielen Jahren mal ein Trainer erzählt. Und ich weiß gar nicht genau, wo es her ist. Er wusste es auch nicht. Und es spielen wenige Trainer und dadurch haben sie damit einen Neuigkeitseffekt. Weg einer Anweisung geht folgendermaßen. Erstens, die Teilnehmer dürfen diesmal telefonieren. Das heißt also, wenn der Dritte dem Vierten was sagt, jetzt ist ja mit Rückkopplung schon etabliert, das ist ja die dritte Runde. Und der stellt ihm eine Frage, der Vierte dem Dritten, und der sagt, das weiß ich jetzt gar nicht, darf er telefonieren. Aber rein hierarchisch nur mit dem Vorgänger. Wenn er jetzt den Vorgänger anruft, dann heißt das, die zwei flüstern und wir machen Krach. Also wir klopfen auf den Tisch oder irgendwas, dann können die momentan ungestört flüstern. Wobei der nur die Fragen beantworten darf, die echt gestellt werden. Wenn er ansonsten merkt, dass was nicht gut gelaufen ist, darf er dazu nichts sagen. Wenn Sie eine große Gruppe haben, können Sie die Spieler wieder nach draußen schicken. Die, die noch warten, da draußen, die anderen da. Und zum Telefonieren schnell reinholen, damit sie hören, ob die... Aber bei disziplinierten Leuten geht das so ganz gut. So. Und der Witz an diesem Spiel ist, dass am Anfang eine Information vergessen wird. Soll ja vorkommen. Also ich mime den Anfang der Kette, ich bin sozusagen der oberste Boss und teile einem der oberen Bosse mit, dass ich etwas erledigt haben will, so beiläufig. Ich bin gleich am Wegfliegen. Also sage ich, erstens, übermorgen kommt ein wichtiger Kunde, jetzt am Flughafen, Bahnhof in Ihrer Stadt, an, muss also abgeholt werden, muss in das Sowieso-Hotel gebracht werden, Hotel in Ihrer Stadt, wo der Herr Sowieso, einer der Anwesenden, auf ihn wartet. Aber ehe ich es vergesse, mir ist was aufgefallen. Wenn unsere Fahrer Getränke holen, dann sind die ewig bei dem Getränkemarkt. Das dauert immer eine halbe Stunde, bis die das zusammenstellen. Also ich schlage Folgendes vor. Wenn der übermorgen und so weiter den holt, dann fährt der vorher zum Getränkemarkt, liefert den Zettel ab und dann fährt er zum Bahnhof oder Flughafen, holt den Kunden. Auf dem Rückweg liegt ja der Getränkemarkt, hält er kurz, lädt die Getränke ein, bringt den Kunden ins Hotel, wo der Herr sowieso auf ihn wartet. Und dann hat sich der Fall, das werden wir schon hinkriegen, dass die da nicht ewig rumwarten müssen. Sehen Sie, und das ist live. Der hat da gerade so eine Idee. Und weil er das so ausdrücklich, das Sie sind ja dann der Erste, weil Sie das so betonen, wird hinterher telefoniert wie blöd wegen der Getränke. Keinem fällt auf, dass Sie nicht gesagt haben, wie der Kunde heißt, woran wir uns erkennen, auf welchem Bahnsteig wir uns treffen werden. Und wenn der Dritte im Spiel durch ist und die haben das noch nicht gekneist, dann bin ich weggeflogen. Dann bin ich nicht mehr erreichbar. Und bei diesem Spiel passieren dramatische Dinge. Dramatisch. Also die Getränke sind ein ganz großes Thema. Aber was auch dramatisch ist, manche Leute denken sich einfach Informationen aus, von denen wir alle beim Zugucken wissen, dass sie sie gar nicht haben. Wenn dann einer sagt, Moment, wer ist denn überhaupt der Kunde, sagt er, ja, der Meier aus Düsseldorf. Sag ich, wie kommen Sie denn darauf? Da greifen wir ein. Das ist der einzige Punkt, wo wir eingreifen. Wie kommen Sie denn darauf? Woher wissen Sie das? Und dann denkt er, er hat sich das so ausdenken sollen. Sagen wir, nein, es tut uns leid, wir müssen schon wissen, wer es ist. Und wenn ich jetzt schon weg bin, können Sie es nicht mehr rauskriegen. Also übermorgen wird meistens morgen, Punkt 1. Die kommen nicht drauf, weil sie nicht gehirngerecht mitdenken. Wenn gehirngerechtes Denken, Bilder machen ein Thema ist, kann man das sehr schön damit exemplifizieren. Wenn der B gut zuhört und macht sich ein Bild,
würde er ja merken, dass ihm was fehlt in dem Bild zur klaren Vorstellung. Also kann man sehr gut verbinden. Dann wird ewig telefoniert wegen der Getränke. Und am Ende ist das immer sehr praxisnah. Je größer die Firma, desto praxisnäher. Also haben sie auch noch einen wunderbaren Lacheffekt dabei. Das ist Weg einer Anweisung. Und dann spiele ich manchmal Weg einer Nachricht nonverbal. Das ist eine sehr schöne Demonstration dafür, dass wir durch Filter wahrnehmen. Hier ist die Wirklichkeit, hier bin ich, Filter. Und meine Erfahrungen sind ein ganz wesentlicher Filter, der das verändert, was wir wahrnehmen. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet, wenn ich Sie bitten würde, einen deutschen Text abzumalen, sehen Sie mein G und malen Ihres, mein L und malen Ihres, das ist derselbe Effekt. Okay. Wenn Sie zum Beispiel Wäsche aufhängen spielen und Sie sind die Nullbotschaft, wobei Sie das ein paar Mal üben müssen, damit Sie Ihre Vorführung so sauber drauf haben, dass Sie sie am Ende zum Vergleich nochmal vorspielen können und Ihre Endvorstellung gleicht Ihrer Nullvorstellung am Anfang. Das müssen Sie ein bisschen gut drauf haben. Nehmen wir an, Sie machen Wäsche aufhängen. Nehmen wir an, Sie ziehen die Leine in einer ganz bestimmten Höhe. Nehmen wir an, Sie hängen 4 Wäschestücke auf. Nehmen wir an, Sie schütteln sie vorher aus, ehe Sie hinhängen. Sie haben ganz bestimmte Faktoren, die Sie ganz klar mit sich abklären. Die müssen also wie eine Maschine immer gleich laufen, sonst wird es unfair. Und dann warnen Sie die Gruppe, ehe das Spiel, also wenn die 6 draußen sind, was jetzt passieren wird. Die Wäscheleine wandert von da nach da, rauf, runter, 10 Stücke Wäsche, 2 Stücke Wäsche, mit oder ohne Wäschekorb, der verschwindet plötzlich. Dann stellen Sie ihn da hin und vergessen, dass er da steht, dann gehen Sie da hin und holen die Wäsche raus. Jeder spielt seine Variante. Er sieht das, klick, klick, Wäsche aufhängen, er schaut gar nicht mehr hin, er sieht gar nicht, was passiert. Und das ist einer der wesentlichsten Kommunikationseffekte, auch bekannt unter dem Charlie-Wupp-Effekt, den viele von Ihnen kennen. Steht in Kommunikation für Trainer drin mit den Charlie-Wupp-Effekten. Die Annahmen verändern die Wahrnehmung. Wenn ich annehme, ich weiß, was das ist, Wäsche aufhängen, klick, klick, dann sehe ich die Variante nicht, die der bringt. Wenn der Kunde also glaubt zu wissen, wovon wir reden, der neue Mitarbeiter glaubt zu wissen, wovon wir reden, schaltet er ab und nimmt gar nicht wirklich wahr, was die Botschaft ist. Das zeigt dieses Spiel sehr gut. Wenn Sie eine zweite Runde wollen, nach dem Wäscheaufhängen, was sich sehr gut eignet, ist einen Säugling, ein Baby wickeln. Am Ende werden dann Knödel gemacht oder so. So, das sind Zusatzinformationen, die ich nicht publiziert habe, zum Weg einer Nachricht. Ja. Wie bitte? Also zum Video komme ich gleich. Okay, ich habe da sowieso einen Videotipp. Wenn Sie wollen, können Sie selbstverständlich mit Video aufzeichnen, dann brauchen Sie es nachher nicht nochmal vorspielen, auch klar, und können im Einzelnen analysieren, welche Faktoren weggefallen oder hinzugedichtet worden sind. Ist eine Möglichkeit. Muss aber nicht sein, im Zweifelsfall können Sie am Ende nochmal vorspielen, wenn der 6. durch ist, wie die ursprüngliche Botschaft war und der Effekt ist da.